Hallo alle miteinander, ich wollte ein ganz kurzes Video zum ersten Sammelband von Übelblatt machen. Ich mag die Reihe unglaublich gerne, den Band habe ich auch schon durchgelesen. In der Mitte musste ich dann aber gestehen, ich war etwas genervt, weil ich ja die Sorge hatte, den Buchrücken zu brechen bzw. ihn etwas zu beschädigen. Ich weiß nicht, ob ich dazu sensibel bin, aber ich habe dort Paranoia geschoben, also ja, hat es dann doch etwas gestört. Im Vergleich dann auch nochmal die Einzelbände, die fallen logischerweise etwas breiter aus, aber das Format ist genau dasselbe. Interessant ist definitiv, dass erst einmal hier eine neue Farbseite dabei ist und die Übersicht Band 0 ist hier integriert und da gehen die Geschmäcker auseinander. Beispielsweise habe ich mit dem Band angefangen, ich war hellauf begeistert. Bei mir im Freundeskreis war er aber verpönt, weil allerlei Überraschungen dann ja ausgefallen sind bzw. man diesen vorweggegriffen hat und sie dann doch lieber mit dem ersten Band ja bevorzugt angefangen hätten, wenn sie das gewusst ja bzw. den Umfang von Band 0 vorher gekannt hätten. Das sind dann hier nochmal die Farbseiten von Band 0. Leider sind die weiteren aus den einzelnen Bänden nicht nochmal koloriert. Ich habe jetzt hier Band 1 mal markiert gehabt. Man erhält 3 Bände für 10 Euro. Bedeutet, man muss irgendwo dann doch Kompromisse machen und sparen. Hier nochmal die Farbseiten. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich die Cover ja, mag von den Sammelbänden, weil es ist zwar schick und auch nochmal hier, dass man dasselbe in einer anderen Farbe genommen hat, gefällt mir ganz gut. Es ist sehr dezent, aber ich muss dann doch sagen, dass ich die einzelnen Covers von den Bänden dann doch ganz schön finde. Jedoch hat die Reihe auch über 20 Bände. Da kann man es natürlich verstehen, dass man diese dann bevorzugt herausbringen möchte, beziehungsweise es dann doch Sinn macht. Ehrlich gesagt, ich bin sehr begeistert von der Reihe. Es ist ein blutiger Rachefeldzug und allerlei Klischees gibt's auch, um ehrlich zu sein. Aber trotz dessen, das Setting hat mich bereits beim 0. Band, Mann, wieso sage ich das jedes Mal, bei Band 0 abgeholt. Dementsprechend freue ich mich, dass sich vielleicht gegebenenfalls der ein oder andere doch nochmal an die Reihe wagt, weil es nicht mehr ganz so wuchtig den Geldbeutel belastet, aber noch immer bevorzuge ich die Einzelbände. Ich werde es mit dem ersten Sammelband eigentlich beruhen lassen, aber man weiß ja nie. Ich mag Übelblatt unglaublich gerne und die Reihe lohnt sich meiner Meinung nach doch schon mal reinzulesen, zumindest in den ersten Sammelband. Auf jeden Fall war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch trotz meiner etwas voreingenommenen Meinung gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.